Danny, wir sind ja hier nach Herzogenaurach gefahren, um ein bisschen auch zueinander noch zu finden, aber uns auch ein paar Dinge zu ersparen an Wegen. Sind die Tage gelaufen bisher? Ja, guten Morgen zunächst. Und um die Frage zu beantworten, ich glaube, nahezu perfekte Bedingungen hier vorgefunden. Wir haben direkt nach dem Spiel sind wir nach Herzogenaurach gefahren. Wir sind ins Basecamp hier eingezogen, haben sehr gut gegessen, haben uns sehr gut erholt. Wir haben direkt mit der Regeneration angefangen, was ja vornehmlich dann auch unser Ziel war. Physiotherapeuten waren sehr fleißig, haben gearbeitet. Wir haben ja so ein bisschen was aus dem Spiel mitgenommen, nicht was Verletzungen betrifft, sondern haben eine oder andere Reaktion auf das Spiel gezeigt. Wir hatten so ein paar muskuläre Probleme, die wir frühzeitig erkannt haben und darauf reagiert haben. Ich glaube, das hat man gesehen an den Wechseln einfach auch, dass wir ein bisschen steuern mussten. Aber alle Spieler sind wohlauf und wir werden mit allen Spielern jetzt die Reise antreten. Ich habe schon gesagt, dass Daniel Bunk jetzt unseren Kader noch ergänzen wird. Das heißt, wir haben die 18 Feldspieler dann morgen Abend auch im Kader stehen und entsprechend, ja. Alles sehr, sehr reibungslos hier abgelaufen und nahezu perfekt, sage ich. Ein bisschen viel Schnee, ein bisschen viel Kälte, aber auch mit den Möglichkeiten, die wir hatten, würde ich sagen, 100% das erreicht, zumindest bis heute, was wir uns vorgenommen haben. Dann bringe ich jetzt nochmal Chris ins Spiel. Guten Morgen. Die Möglichkeit, ins Grün. Viertelfinale einzuziehen, wie verlockend ist das aus deiner Sicht? Ja, schon sehr, sehr verlockend. Ich glaube, ja. Ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit für uns, wieder positive Schlagzeilen zu machen. Und ist natürlich die oberste Prämisse, dass wir in die nächste Runde einziehen. Ich glaube, wir haben mit Magdeburg einen schwierigen Gegner, aber nichtsdestotrotz ist es unser Ziel, das Spiel zu gewinnen. Und wir würden natürlich sehr gerne in die nächste Runde einziehen. Ja, hallo in die Runde. Chris, mit Blick auf Winterverstärkung, wie wichtig ist das Weiterkommen im Pokal angesichts der 1,7 Millionen, die euch dann in die Kassen reinfließen würden? Ja, ich glaube, das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt im Grunde genommen wäre. Aber ich glaube, das oberste Gebot ist tatsächlich, ein Fußballspiel gewinnen zu wollen. Ich glaube, wir reisen an nach Magdeburg, um erstmal das Spiel zu gewinnen, um in die nächste Runde einzuziehen und weiterhin die Möglichkeit zu haben, ja, wirklich tatsächlich mal ein bisschen geträumt, eventuell einen DFB-Pokal in den Händen zu halten. Und ich glaube, das ist der Sinn des Wettbewerbs, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Und der finanzielle Aspekt ist natürlich ein sehr, sehr attraktiver und interessanter Nebenaspekt. Aber grundsätzlich geht es darum, eine Runde weiterzukommen und die Chance zu wahren, gegebenenfalls mal als Fußballer in ein Endspiel zu kommen. Und das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte für unseren Verein. Und dementsprechend hoffen wir natürlich, dass wir Magdeburg schlagen. Dann der Gianni, bitte. Hört man mich jetzt, ja, ne? Weil ich Jetzt, wurde jetzt. auch brutalerweise stumm geschaltet, was natürlich vernünftig ist. Im Prinzip wäre meine Frage auch in Richtung Jörg gegangen. Du hast es jetzt natürlich sportlich gut ausgeführt, aber vielleicht nochmal insgeheim dann doch die Nachfrage sei gestattet, wie hoch der Druck ist, weil die Kasse ist halt so, wie sie ist. Und würdet ihr dieses Zusatz oder diesen Gewinn nicht bekommen durch den DFB-Pokal finanziell, würde es an anderer Stelle ja wirklich sehr, sehr knapp werden können. Oder sagst du, unabhängig davon, was morgen da passiert, können wir genauso, wie wir es wollten oder wie wir es wollen, im Winter agieren? Ja, solange man, also ich arbeite jetzt seit fast 2 Jahren in dieser Position, und ganz grundsätzlich muss man einfach bei Fortuna Düsseldorf immer die finanziellen Rahmenbedingungen mit einfließen lassen, wenn man sportliche Aspekte beleuchtet und sich auch überlegt, wie und wo man im Laufe einer Saison oder insbesondere auch in der Winterpause einen Kader verstärken muss. Das ist ja, das ist Gesetz der Sache. Als Zweitligist ist es nun mal so, dass die finanziellen Aspekte oftmals im Vordergrund stehen. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit schon aufgezeigt, dass wir auch in diesen finanziellen Rahmenbedingungen und in diesen finanziellen Leitlinien dann schon auch in der Lage sind, sehr, sehr gute Lösungen zu präsentieren. Und dementsprechend ja, hoffe ich natürlich, dass wir weiterkommen und hoffe, dass sich der finanzielle Spielraum ein Stück weit erweitert. Weil das muss man auch ganz klar sagen, es ist vor einer Saison nicht immer eingeplant, dass man dann in die vierte Runde kommt. Dementsprechend wären das ein Stück weit Zusatzeinnahmen, aber ganz grundsätzlich haben wir finanzielle Rahmenbedingungen und die geben immer so ein Stück weit auch vor, in welchem Regal wir uns bedienen können. Dann Norbert, bitte.
Wenn ich schon zum Trainer überleiten darf, ich wollte kurz nachfragen, wie es beim Felix Klaus und auch bei Christos Zollis aussieht. Sie haben eben gesagt, dass es für alle relativ gut aussieht. Wie weit sind die schon, um eventuell eingreifen zu können? Und der zweite Teil der Frage, wie stark ist Magdeburg? Zum ersten Teil der Frage, ich glaube, jetzt ja auch im Nachgang ersichtlich, dass wir zum einen aufgrund der Problematik, die beide Spieler hatten, dass wir sie nicht eingesetzt haben gegen Nürnberg, aber auch aufgrund der taktischen Ausrichtung, dass wir auf sie verzichtet haben. Da hatten wir uns ja sehr stark auch auf den Gegner eingelassen, zumindest im Spiel gegen den Ball, das Zentrum gestärkt und brauchten im Verlauf des Spiels ja auch beide Spieler nicht. Bei Christos war es so, dass die muskulären Probleme deutlich schwerer wogen dann auch an dem Spieltag. Bei Felix Klaus fehlt sich das ein bisschen anders. Vielleicht hätten wir auch auf ihn verzichtet, aber haben auch gesehen, dass bei Dennis Jastremski komplett der Tank leer war, auch nach der Stunde. Er hat unfassbar viele Meter gesammelt. Vielleicht wäre es dann auch so gewesen, dass Felix nicht mehr auf den Platz gekommen wäre. Jetzt ist es ein komplett neues Spiel. Das bedeutet natürlich auch im Hinblick auf Magdeburg. Und ja, da ist es vielleicht kein Duell in der zweiten Liga, aber ein Duell zweier Zweitligisten. Es gibt keine Favoritenrolle im DFB-Pokal, das sage ich ja immer ganz gerne. Und dann wird morgen die Tagesform entscheiden. Und wir wissen ja auch, wie spielstark die Magdeburger sind. In der zweiten Liga verfügen sie über den höchsten Ballbesitz einfach auch, weil sie eine klare Idee haben mit dem Ball. Und vielleicht müssen wir dann morgen auch wieder ein bisschen geduldiger sein, ihnen den Ballbesitz auch zugestehen in den Räumen, wo es uns nicht wehtut. Aber klar, stellen wir uns natürlich ein bisschen auf den Gegner ein und schauen jetzt auch, wie die Jungs dann, in welcher Verfassung sie einfach morgen früh dann sind. Wir haben Nicolas Gavry ausgewechselt, stand so ein bisschen, ja, ich wollte nicht das Risiko einer gelb-roten Karte eingehen nach dem Foulspiel. Manuel Joa hat signalisiert, dass die muskuläre Kette so ein bisschen zugemacht hat. Und somit waren es natürlich dann auch Wechsel, die gezwungenermaßen dann erfolgten. Vincent Demey war, Vermey war auch nicht mehr so, dass er über 90 Minuten hätte gehen können. Da haben wir ihn mal zum richtigen Zeitpunkt erlöst. Perfect Game für ihn dann auch. Ja, und deswegen, wir nehmen den Tag heute nochmal mit. Wir verschaffen uns einen Eindruck nochmal von den Jungs. Und dann kann es natürlich gut sein, um auf die zwei zu kommen, dass sie auch zurückkehren werden aufs Feld. Aber wenn man dann ein bisschen zurückblickt, Sie haben ja auch das Spiel gesehen, die Elf, die auf dem Platz standen, haben nicht ganz so viel verkehrt gemacht. Und das ist ja das, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, dass wir einen Konkurrenzkampf haben, dass ich so ein bisschen wie am Buffet auf das zugreifen kann, was ein Spiel halt auch erfordert und braucht. Und da sind wir noch nicht ganz final, weil wir auch erst seit gestern Mittag in dem Magdeburg-Prozess drin sind. Und lassen uns auch noch ein bisschen Zeit, weil wir ja noch bis morgen Abend auch die Möglichkeit haben, noch tiefer reinzuschauen. Nächster, Gianni. Ja, zwei Fragen an Sie, Herr Thun. Einmal Samstagabend Magdeburg. Sie haben Ausrufungszeichen gesetzt, aber die Magdeburger auch. Wie haben Sie den Auftritt gegen Kaiserslautern, die ja auch unangenehm, wie Sie selber wissen, zu spielen sind, wahrgenommen? Wir haben uns natürlich als Trainerteam das Spiel auch angeschaut. Lag ja auf der Hand, gerade weil wir ja auch unser Spiel beendet hatten nach dem Abendessen, dann am Samstagabend. Und eigentlich haben wir ja nichts Neues bekommen, was wir nicht schon von Magdeburg kennen oder auch erwarten. Einen dominanten Ballbesitzfußball mit Lösungen halt auch tief hinter die Kette und dann entsprechend natürlich, klar, mit sehr wuseligen Spielern in der Offensive, die schwer vom Ball zu trennen sind, dass sie damit auch Torgefahr entwickeln. Und das ist hat eigentlich nur unser Bild von ihnen verstärkt. Und die letzten beiden Spiele haben die Magdeburger ja auch gezeigt, dass sie wieder in der Spur sind, zumindest was Ergebnisse betrifft. Ich habe die letzten Spiele auch gesehen, wo sie weniger das Ergebnis hatten und trotzdem gute Leistungen gezeigt. Der Auswärtssieg in Osnabrück war ein Hinweis für uns. Wir haben uns sehr, sehr schwer getan gegen Osnabrück. War ein Hinweis sicherlich auch die Dominanz jetzt gegen Kaiserslautern. Wir haben uns auch sehr schwer getan gegen Kaiserslautern. Und deswegen, klar, morgen Abend. Deswegen vielleicht erstmal ein Spiel auf Augenhöhe zweier Mannschaften, die Selbstvertrauen betankt haben in den letzten beiden Spielen. Aber sage ich auch, wenn man Schalke 04 und den ersten FC Nürnberg schlägt, dann hat man auch nicht so viel verkehrt gemacht. Und spannendes Duell morgen Abend auf Augenhöhe. In unserem Interview vor der Saison haben Sie so ein bisschen Einblick darin gegeben, wie Sie versuchen, Menschen auch zu motivieren. Haben ein Beispiel genannt von einem ehemaligen Spieler, dem Sie aufgezeigt haben, was Sie sich so vorstellen können, wie seine Entwicklung sein könnte. Wie viel Motivations-, wie viel Sportfilme, was haben Sie mit Vincent Vermey gemacht, dass der jetzt das tut, gerade was er tut? Ja, ich selber grundsätzlich, wissen Sie ja auch, also Vertrauen haben wir komplett in den Kader. Das hängt damit zusammen, dass ich im Sommer halt auch ein paar Spielerprofile
offeriert bekomme, wo vielleicht dann auch meine Vorgesetzten eine Fantasie haben, dass sie unseren Kader besser machen. So, das ist der erste Prozess. Und wenn diese Spieler dann mit uns arbeiten, dann werden wir halt sicherlich auch mit jedem Einzelnen so intensiv arbeiten, dass wir ihn halt besser machen. Und das hat dann unabhängig oder hat gar nichts mit meiner Person zu tun, sondern bei mir ist es ja grundsätzlich so, dass jeder in dem Kader auch den Respekt und das Vertrauen genießt und das nicht immer gemessen an Spielzeit, sondern einfach eine gewisse Erwartungshaltung, was den Menschen und der Person gegenüber betrifft. Und da haben wir in der Vergangenheit immer wieder auch dran festgehalten. Wir sind in der Offensive nicht so breit aufgestellt, dass wir viel auswählen können. Ich habe gesagt, im Sommer war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Daniel und zwischen Vincent. Und Vincent war eher zweiter Sieger, um es so zu sehen, und war dann fleißig und hat weiter gearbeitet. Und ich glaube, es liegt eher an ihm. Er hat sich, wie er sagt, den Respekt der Mitspieler verdient. Er arbeitet, er braucht seine Abläufe. Ich finde sehr gut von ihm, dass er auch ihnen gegenüber ja gesagt hat, dass er seine Tore machen wird und sich voll auf sich auch fokussiert. Mit den Zusatzschichten, die wir dann auch immer fahren, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir schon ein paar Jungs haben, die den Ball in die Box reinbringen können, dann müssen wir auch besser zielen. Das schaffen dann auch einige. Also auch gesagt, die Extraschicht mit Nico Gavori, aber und Taka Uchino, der viel flankt, von rechts dann einfach auch. Ja, Vince hat gezeigt, dass er in der Box ein Faktor sein kann. Wir treffen seinen Kopf besser und er ist beharrlich geblieben. Und dann, glaube ich, war es ein gemeinschaftlicher Prozess des Spielers, des Trainersteams und allen im Umfeld, dass wir ihn jetzt in der Verfassung haben. Aber wir werden sicherlich auch seine Wochen davor bewerten und das auch sehr positiv, weil er sehr fleißig für die Mannschaft arbeitet und wir ihn ja jetzt nicht seit 14 Tagen erst an seinen Toren messen, sondern an seinem Gesamtvortrag, den er uns einfach anbietet aktuell, und freuen uns, wenn es natürlich so weitergeht, oder würden uns darüber freuen. Jetzt freuen wir uns über Anton. Das ist nett von euch, danke. Ich hätte auch zwei Fragen. Erste Frage, Herr Thune, Ihre Mannschaft hat jetzt in zwei Partien unfassbare 10 Tore erzielt. Ist man als Trainer einerseits froh, dass es so gut läuft vor so einem wichtigen Pokalspiel, oder ist man... hat man irgendwo nicht auch irgendwie ein paar Bedenken, weil die Fallhöhe ja irgendwo auch da ist? Ich gehe mal davon aus, dass man nicht in jedem Saisonspiel 5 Tore erzielen wird. Wie ist da so Ihre Gefühlslage, was das angeht? Ja, ich glaube, wir müssen Pokal und Liga absolut voneinander trennen. Deswegen glaube ich, gibt es gar keine Fallhöhe im Pokal. Also schauen Sie mal auf die ganzen Mannschaften, die noch unterwegs sind. Also ich glaube, wir haben auf dem Weg jetzt 12 Erstligisten verloren und wir haben, glaube ich, 10 Zweitligisten verloren. So, jetzt haben wir schon mal eine Menge richtig gemacht. Wir spielen jetzt die dritte Runde und egal wie das Spiel morgen ausgeht, glaube ich, haben wir eine sehr erfolgreiche Pokalrunde gespielt, dass wir alle ein bisschen träumen von der nächsten Runde. Ganz groß träumen mal von einem Heimspiel, was ja eigentlich illusorisch ist. Das sind ja alles so Dinge, die wir uns einfach wünschen würden. Und da sage ich, das ist mir völlig egal, ob wir morgen Abend mit einem Tor gewinnen, ob wir sehr knapp gewinnen oder am Ende des Tages vielleicht im schlimmsten Fall durch ein Elfmeterschießen gewinnen. Es zählt nur das Gewinnen und deswegen glaube ich, haben wir gar keine Fallhöhe. Ich weiß, dass wir in der Offensive in der Lage sind, Tore zu schießen, vielleicht auch vermehrt. Also es sind ja nicht nur die 10, die wir in den letzten beiden Spielen geschossen haben, sondern wir haben im Pokal halt auch schon 8 geschossen, was auch nicht unbedingt wenig ist. Aber Sie sehen, mir wäre es lieb, dass wir, oder wenn wir daran anknüpfen könnten, dann auch morgen bei diesem Defensivverhalten diese Energie auf den Platz zu bringen, sich erstmal startlos halten zu wollen. Und am Ende des Tages darf dann auch manchmal ein Tor reichen oder vielleicht dann auch 2 Tore. Und dann ist es viel, viel wichtiger, dass wir morgen gar nicht drüber nachdenken, dass es eine Fallhöhe gibt, weil wir nicht schon wieder 5 geschossen haben, sondern ausschließlich, wir werden uns morgen nach dem Spiel wahrscheinlich auch wieder unterhalten und dann reden wir davon, ob wir eine Runde weitergekommen sind oder nicht. Aber unabhängig vom Ausgang würde ich relativ schnell den Haken dran machen und die Fallhöhe nach einem Spiel gegen Nürnberg ist vielleicht morgen Abend im Pokal gar nicht gegeben. Anton, du wolltest eine zweite Frage noch stellen? Wenn ich darf, würde ich das gerne tun, ja. Die Frage ergibt sich so ein bisschen aus Giannis Frage. Der Kollege hat es schon erwähnt mit einem Nebensatz. Daniel Ginczek, ein Spieler, bei dem man nach der Sommervorbereitung das Gefühl hatte, dass er endlich irgendwie durchstarten kann, dass er endlich da ist und auch da ist, wo man ihn braucht, körperlich. Jetzt ist es so, dass hinter ihm nun schon wieder viele Wochen liegen, die er verpasst hat aufgrund von Wehwehchen. Jetzt ist es so, dass Jona Nimic in Fahrt kommt, 2-mal in Folge getroffen hat. Wir haben über Vincent Vermeij gesprochen, der gerade einen super Lauf hat. Wie
wie sehr muss man als Coach jetzt mit einem Daniel Ginczek auch psychologisch arbeiten und den Jungen irgendwie bei Laune halten, weil ich kann mir vorstellen, dass das die gesamte Saison noch nicht so richtig so läuft, wie er sich das vorstellt. Aber das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das Vertrauensverhältnis zwischen Spieler und Trainer resultiert nicht einzig aus allein daraus, dass er auf dem Platz steht oder auch nicht, sondern im Umgang im Team, im Standing im Team und inwieweit auch ein Spieler Einfluss nehmen kann. Und da können Sie sich sicher sein, dass wir Daniel auch nutzen für uns in dem Augenblick, als er nicht gespielt hat, wenn es um Kabinenansprachen geht, ob es um eine Bewertung geht mit so einem Blick von außerhalb des Spielfelds. Das ist sehr, sehr wertvoll. Wenn sie unser Jubel gesehen hat, ich glaube, das war das Tor von Ao Tanaka, mittendrin war auch Daniel Ginczek und so verhält sich das in den letzten Wochen. Das heißt, die Person Daniel Ginczek, sehr, sehr wichtig für uns. Wie Sie sagen, eine tolle Vorbereitung, hat sich Spielzeit verdient. So, jetzt gibt es diese Wehwehchen oder vielleicht sind es dann auch einfach Verletzungen, die aufgetreten sind. Und dann schauen wir natürlich auch, okay, was bietet uns der Spieler an, wenn er wieder gesund ist. Und er ist nicht bei 100%, er stellt sich trotzdem in den Dienst der Mannschaft und das ist für mich wichtig als Trainer. Und dann werde ich es genauso halten, unabhängig davon, ob es ein erfahrener Spieler ist oder auch so eine Vita nachzuweisen hat wie Daniel. Ich werde die Sache einfach bewerten und da ist Jona sicherlich oder hat den Anspruch, auch mehr Spielzeit zu bekommen und aktuell macht Jona es auch gut und deswegen ist er auch berechtigterweise vor Daniel auf dem Spielfeld und genauso werde ich es auch zukünftig dann auch bewerten, wenn wir wieder Spiele haben. Wir reden ja jetzt aktuell von einer Spitze, die auf dem Platz steht und es wird wieder dazu kommen, dass wir gegen tiefe Gegner spielen müssen, wenig Räume haben. Ich glaube, dann kennt man Daniels Qualität und dann wird er auch auf den Platz zurückfinden, sofern er 100% gesund ist. Und das habe ich gesagt, ich bin froh, dass ich so viele Spieler habe und Vertrauen ist grenzenlos in Daniel, aber auch in jeden anderen dieses Kaders. Für euch ganz kurz zur Orientierung, wir sind eng getaktet. Um 9.55 Uhr würden wir das hier beenden müssen, nur damit ihr ungefähr euch einrichten könnt und dann wäre der nächste Norbert. Eine ganz kurze Frage zum Mittelfeld. Mir hat die Aufteilung in Nürnberg sehr gut gefallen. Wird das in Magdeburg ähnlich aussehen oder wie würden Sie die Optionen mit den vier Mittelfeldspielern, die ja wirklich recht gut gespielt haben, beschreiben? Ja, wünschenswerterweise ist ja das eingetreten, was wir uns alle so ein bisschen erhofft haben, dass wir das Mittelfeld komplett kontrollieren und das ist uns gelungen. Wir haben die einrückenden Außenverteidiger der Nürnberger mit Isak und mit Schinter perfekt aufgenommen, so dass der Club eher Probleme mit uns dann im Mittelfeld hatten, weil sie unsere Mittelfeldspieler nicht so verteidigen konnten. Und da fand ich, für das Spiel war das die optimale Aufstellung. Vielleicht wäre es sogar in meiner Fantasie mit einem fünften Mittelfeldspieler gegangen. Wir haben ja Dennis so ein bisschen als Hybridspieler in Anführungsstrichen immer wieder in die Neuen laufen lassen, ins Mittelfeld, in die Außenposition, was er auch fantastisch gemacht hat. Aber das meine ich, wir reden immer davon, wie harmonisch, wie gut unser Kollektiv ist. Und dann geht es ja nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern morgen werde ich wieder eine Entscheidung treffen, Gegenspieler auch. Aber das heißt nicht, dass sie am Wochenende darauf oder jetzt gegen Kiel dann nicht wieder eine Option sein könnten. Und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass alle vier auf dem Platz stehen. Wenn wir eine Personalveränderung oder eine Positionsveränderung vornehmen, haben wir auch gerade eingangs drüber gesprochen, die beiden Flügel sind vermutlich wieder voll einsatzfähig. Dann kann es auch sein, dass der eine oder andere dann wieder weicht. Ao hat ja dann auch jetzt eher auf den Platz zurückgefunden, weil wir einen Mittelfeldspieler brauchten und es vielleicht nicht die Trainingstage waren, die ihn sofort dafür zu befähigt haben. Aber es ist dann immer auch schwierig, die Jungs draußen zu lassen. Schinter freue ich mich riesig drüber, dass er auch nach der Pause gegen Schalke wieder gezeigt hat, wie gut er ist, weil wir ja auch mit ihm eine Situation hatten, war auch maximal unglücklich, gegen Schalke nicht spielen zu dürfen von Beginn an. Aber das ist der Austausch und ich werde die Spieler darüber informieren, sicherlich dann auch morgen Abend, wer nicht spielen wird, wenn ich es für notwendig halte. Und nicht auszuschließen, dass alle auf dem Platz stehen, aber seien Sie auch nicht verwundert, wenn einer dann doch erstmal neben mir Platz finden muss. So, in dieser Runde Platz findet jetzt Bernd Jolitz. Ja, Jürgen, Sie hatten im letzten Pokalspiel in Unterhaching einen Pokaltorhüter, den Karol Niemczycki, aufgestellt. Ist das auch für Magdeburg eine Überlegung? Oder weil Sie gerade davon eventuell von derselben Startelf wie Nürnberg sprachen, dann wäre es ja Flo. Und das Zweite direkt dran, anschließend an das, was Anton gefragt hat mit der Fallhöhe. Ist es vielleicht für die Vorbereitung manchmal auch ein bisschen kritisch, wenn man schon ein Perfect Game gehabt hat? Oder macht es es auch leichter, indem Sie den Spielern sagen, spielt einfach wieder so wie in Nürnberg. Oder ist eben die Tücke drin, dass man sagt, ich kann auf gar keine Fehler hinweisen, was mache ich denn jetzt in der Vorbereitung?
Ja, zum einen, genau, es ist ein bisschen untergegangen. Dieselbe Startelf wird es auf keinen Fall sein. Carol genießt unser vollstes Vertrauen, auch nach der Pokalrunde in Unterhaching. In der U23 im letzten Spiel eine fantastische Leistung. Also Jens Langenecke war voll des Lobes und wir honorieren auch seine Trainingsleistung. Und Carol wird morgen Abend zwischen den Pfosten stehen und wird morgen Abend auch spielen, sofern nichts anderes mehr passiert. Und Florian Kastenmeier wird zunächst auf der Bank Platz nehmen. Ja, Fallhöhe, das Schöne ist doch für mich als Trainer, ich kann auf dieses Spiel immer wieder verweisen, ich kann immer jeden einzelnen Spieler daran erinnern, wie gut er es defensiv, wie gut er es offensiv gemacht hat. Und ich glaube, das ist ja für mich dann ganz gut, es auch als Messlatte zu nehmen. Bin aber auch lange genug dabei, dass so ein Perfect Match, so ein Perfect Game einfach ja, normalerweise in der Saison nicht ganz so oft stattfindet. Aber auch da bin ich schon Lügen gestraft worden. Meine Jungs haben dann auch schon in Elversberg 5-0 gewonnen, waren nah an so einem Spiel dran. Und ich habe gesagt, in der Saison gewinnt man vielleicht einmal auswärts 5-0. Das ist uns jetzt das zweite Mal gelungen. Und ich glaube, das sollte allen das Vertrauen oder das Selbstvertrauen auch geben, dass sie dazu in der Lage sind. Und es war viel Energie auf dem Platz. Und das meine ich, wenn ich am Ende des Tages morgen Abend das Spiel gewinne und es ist ein 3-1, die weiße Weste war nicht da, Carol musste noch mal ein bisschen halten, weil das war ja auch sehr, sehr gut, dass Florian gar nichts auf den Kasten bekommen hat beim Club, da bin ich auch völlig fein damit. Und deswegen, ich würde es nicht als Fallhöhe bezeichnen, sondern vielmehr ja, so ein bisschen am Limit Fußball spielen, das muss doch Ziel jedes Spielers sein. Und die letzte Woche auch mit dem Spiel gegen Schalke hat uns gezeigt, dass wir eigentlich eine richtig, richtig gute Mannschaft haben. Und dass ich es eigentlich viel öfter zeigen müsste und auch zeigen darf und kann. Gianni, bitte. Ja, 3 Minuten noch, ganz, ganz schnell. U17-Weltmeister ist Deutschland geworden. Wie viele U17-Spieler trauen Sie sich in Ihrem Kader zu? Von denen, die Weltmeister geworden sind? Sie können frei wählen. Ja, auch von dieser Seite sensationell. Mein ehemaliger Trainer Christian Wück, jetzt Europameister und Weltmeister, nicht nur vor vielen Jahren mal für einen Drittliga-Aufstieg oder einen Zweitliga-Aufstieg gefeiert worden. Also ich weiß, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist, der Talente ausbilden kann. Und das weiß ich aber auch über unsere Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum. Und das habe ich ja immer gesagt. Ich bin jemand, der gerne auf die Jugend schaut. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir Sima Susu sein erstes Zweitligaspiel ermöglichen konnten. Und das nicht in 3 Minuten, sondern er hat sehr, sehr viel Platzzeit bekommen auf einer wichtigen Außenverteidigerposition. Also da ist unser Vertrauen auch grenzenlos. Und dafür stehen wir jetzt aktuell auch bei der Fortuna. Wir geben ihm den Raum. Und Elo Fernandes war, glaube ich, auch nicht viel älter, als er sein Debüt gegeben hat. War auch 17 Jahre alt. Und wir schauen weiter drauf, wir sind im guten Austausch da einfach. Wir wissen, was unsere Trainer können, was die Leitung im Nachwuchsleistungszentrum auch leistet. Und ich bin der Letzte, der diese Platzzeit nicht vergeben möchte. Aber auch da wieder, egal ob 17 oder 27, 37, es definiert sich alles über Leistung. Ich habe nichts zu verschenken. Wir werden im Erfolg und im Ergebnis gemessen. Und das wissen alle, wir bilden leistungsorientiert, erfolgsorientiert aus. Und ich ziehe ordentlich dran, aber es darf auch ordentlich geschoben werden. Und das machen die Jungs selber mit ihren Leistungen und sehen ja mittlerweile auch alle, dass man bei uns ganz gut auch mit 17 oder 18 Jahren ankommen kann und auch Spielzeit bekommt.